Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video möchte ich dir mal den Garmin GPS Map 66S etwas genauer vorstellen. Viel Spaß dabei! Da ist er also, der Garmin GPS Map 66S. Nachfolger vom bekannten 64S und der kommt erst in ein paar Wochen in den Handel. Ich habe hier schon mal ein Vorab-Testgerät von Garmin für ein paar Tage zur Verfügung gestellt und möchte dir jetzt die Unterschiede und die Neuheiten auf einem kleinen Rundgang erklären. Fangen wir an. Wenn man vorne drauf schaut, fällt einem sofort auf das große Display. Das sitzt auf 3 Zoll angewachsen, ist also identisch von der Größe mit dem vom Oregon 600 und 700. Auch die Auflösung ist identisch von den beiden Geräten. Um die Gesamtgröße nicht noch weiter in die Höhe zu treiben, wurde das untere Tastenfeld etwas zusammengestaucht. Man erkennt es an den Tasten, die sind jetzt eher länglicher und befinden sich hier unter dem Gerät. Die Einschalttaste ist von der Seite nach oben gewandert. Direkt daneben befindet sich auch so ein Punkt. Das ist eine rote LED, die blinkt, wenn der Expeditionsmodus eingeschaltet ist. Dazu vielleicht im ausführlichen Test noch mehr, weil in den paar Tagen hatte ich jetzt keine Chance, da wirklich genauer mehr den Modus anzugucken. Zu den Tasten ist noch zu sagen, die haben einen komplett anderen Druckpunkt bekommen, viel weicher und sensibler, während der 62er und der 64er sich sehr gummiartig angefühlt haben und schon sehr starken Druck gefordert haben. Hier langt also ein viel sanfterer Druck auf die Taste. Man spürt einen schönen Klack, also es ist ein ordentlich definierter Druckpunkt. Insofern finde ich es ganz gut bei der Bedienung. Besonders gefallen hat mir es auf dem Fahrrad, weil wenn dort das Gerät am Lenker befestigt ist und man hat dann hier unten gedrückt, hat sich schon mal gerne das Gerät ein bisschen verdreht. Jetzt kann man da viel sanfter draufdrücken und funktioniert auch weiterhin mit langen Mountainbike-Handschuhen oder im Winter mit Handschuhen bei Wanderungen immer noch super. Also ich habe beide Arten von Handschuhen ausprobiert. Auf der Rückseite ist jetzt die Schiene aus Kunststoff gemacht. Die befindet sich immer noch auf dem Akkudeckel. Wenn man den wegmacht, hat man weiterhin die beiden Mignon-Akkus oder Batterien drinnen. Darunter verbirgt sich ein Steckplatz für eine Micro-SD-Karte. Bis zu 32 GB Karten passen da rein. Es gibt dann hier noch diesen Taster, damit man auch den Akku-Pack im Gerät laden kann. Und ansonsten auf der Rückseite fällt auf, es gibt hier nur noch eine Schnittstelle. Da ist Garmin jetzt gewechselt zur Micro-USB-Buchse. Es gibt also nicht mehr die Mini, sondern jetzt die kleinere Micro-Variante. Nebendran ist der Anschluss für die externe Antenne weggefallen. Dafür gibt es jetzt hier eine LED, die man dann als Taschenlampe benutzen kann. An der Unterkante gibt es noch die Öse für einen Sicherungsband. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mal mit dem Hardware-Überblick. An Schnittstellen und Sensoren sind in der 66er-Reihe einmal natürlich ein GPS-Empfänger verbaut. Der kann jetzt auch die 3 Satellitensysteme, also das US-GPS, russisches GLONASS und das europäische Galileo empfangen. Allerdings immer nur 2 Systeme zusammen, also es gehen nicht alle 3 Systeme gleichzeitig. Wie sich das in der Praxis auswirkt, werde ich dann später mit dem finalen Gerät nochmal testen. Bisher muss ich sagen, in den paar Tagen, denen ich jetzt unterwegs war, keine Probleme gehabt, nichts besonders auffällig, sowohl in die gute als auch in die schlechte Richtung.
Ansonsten ist ein barometrischer Höhenmesser verbaut. Es ist ein Dreiachsen-Kompass verbaut, damit man auch im Stand noch die Richtung angezeigt bekommt. Für Sensoren, die für uns Fahrradfahrer recht interessant sind, kann er umgehen mit Herzfrequenz, also Brustgurt, dann mit Trittfrequenz, Geschwindigkeit und Trittfrequenz kombiniert, und du kannst den externen Temperatursensor auch noch koppeln. Beim Sensor für den Puls kann Garmin jetzt auch mit Bluetooth-Sensoren umgehen. Ich habe das mit einem Polar H10 Brustgurt ausprobiert, hat problemlos funktioniert. Also insofern hast du bei dem Gerät auch als sportlicher Radfahrer eine Grundversorgung mit Sensoren. Die Informationen werden dann natürlich sinnvollerweise in einer FIT-Datei neben dem bekannten GPX-Format abgespeichert, und dann kannst du die auf alle bekannten Plattformen rüber synchronisieren. Wenn ich das Gerät hier jetzt mal einschalte, dann schauen wir uns kurz die Bedienung von dem GPS Map 66S an. Eigentlich stellt das keinen vor große Fragezeichen, zumindest wenn man schon mal mit einem Garmin Outdoor-Gerät gearbeitet hat. Also es wurden an einigen Stellen Detailverbesserungen vorgenommen, aber im Prinzip ist es weiterhin ganz wichtig. Zweimal auf die Menütaste, dann bin ich hier im Hauptmenü und habe hier eine nochmal ein bisschen veränderte Aufzeichnungssteuerung, wo ich hier durch vier verschiedene Tabs durchgehen kann. Und was mir bei der ganzen Bedienung aufgefallen ist, ist, es gibt ganz, ganz häufig hinter der Menütaste noch wirklich sinnvolle Funktionen. Allerdings wird das irgendwie nirgends sichtbar, sondern man muss das wirklich überall mal probieren. Zum Beispiel hier in der Info, Seite der Track-Aufzeichnung, wenn ich da auf die Menütaste tippe, kriege ich Farbe wählen und kann dann hier von dieser Standard sehr blassen Farbe, die man auf der Karte kaum noch sieht, hier auf eine deutlich sichtbarere Farbe für die zurückgelegte Strecke wechseln. Das ist, wie gesagt, ziemlich versteckt hinter der Menütaste. Also insofern muss man da dann ein bisschen was ausprobieren und mal schauen, was sich da für spannende Funktionen noch dahinter verbergen. Ansonsten hat sich bei der Bedienung auf der Datenseite noch was geändert. Und zwar ist es jetzt hier ähnlich zum Wahoo Element. Du kannst also mit Plus, Minus, kannst du mehr oder weniger Datenfelder einblenden lassen. Und auch neu, du kannst von jeder Seite die Aufzeichnungssteuerung erreichen, und zwar mit der Enter-Taste. Und dann kommt, je nachdem, ob die Aufzeichnung noch nicht läuft, die Startmöglichkeit, beziehungsweise wenn sie läuft, siehst du, wie lang die Aufzeichnung schon geht, und kannst sie direkt starten, ohne irgendwo in ein Menü erst reingehen zu müssen. Bei der Navigation innerhalb der Menüs und der Konfiguration hat Garmin auch noch einiges nachgebessert. Zum Beispiel ist die Seitenleiste standardmäßig jetzt nach unten gewandert. Allerdings finde ich sehr schön, man kann die auch jetzt komplett ausschalten, weil wenn man ein bisschen mit dem Gerät dann geübt hat und weiß, wie die eingestellt ist, dann braucht man die einfach nicht mehr. Und insofern geht es jetzt viel schneller über die Page-Taste quasi vorwärts durch die einzelnen Seiten durchzunavigieren. Mit der Quit-Taste geht es dann rückwärts und die Seiten sind sehr schnell gewechselt. Auf der Datenseite kann ich auch noch mit Tasten rechts, links mehrere Datenseiten hintereinander noch anlegen. Also da ist wirklich alle Möglichkeiten, sich da mit der Konfiguration auszutoben. Beim Thema Navigation eigentlich auch nicht viel Neues. Es ist eine klassische Garmin Outdoor-Navigation,
die im Gegensatz zu den Edge-Modellen eine strenge Trennung zwischen der Track-Navigation und der Routennavigation hat. Also wenn du einen GPX-Track reinlädst und dann über die Find-Taste aus den Tracks aufrufst, dann wirst du einfach nur die Linie auf der Karte sehen, der du dann nachfährst. Bei Mountainbiken auf Trails finde ich das super. Für eine gemütliche Tour mit dem Trekkingrad hat man dann doch eher mal vielleicht lieber die Abbiegeinformationen. Dazu müsste man dann den Track erst in eine Route mit allen Einschränkungen und Begrenzungen, die der Garmin da bietet, umwandeln. An den Zusatzfunktionen möchte ich nur mal zwei kurz rauspicken. Das eine sind jetzt die Bird's Eye Bilder, also Satellitenaufnahmen. Ich habe sie im Prinzip nie genutzt bisher. Jetzt kann man sich die also kostenlos runterladen. Es geht nur per WLAN und dann liegen die Satellitendaten offline im Speicher. In der Praxis, muss ich sagen, wird dadurch das Display sehr dunkel und man sieht sowohl den Track als auch die eigene Position ziemlich schwer. Hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen. Genauso wie die zweite Funktion, das ist die Wettergeschichte. Die kam ja mit dem Oregon 700, wurde hier jetzt in der GPS-Map-Reihe nochmal erweitert, kommt aber meiner Meinung nach bei weitem noch nicht an eine beliebige Wetter-App auf dem Smartphone dran. Die Wetterdaten kommen eh über Smartphone, insofern sehe ich da keinen großen Sinn, dann kann ich gleich auf dem Smartphone nach dem Wetter nachschauen. Und dann gibt es ja jetzt noch zusammen mit dem GPS-Map neu sowohl das Portal Garmin Explore als auch die App für Android und iPhone. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die noch nicht verfügbar. Ich konnte schon mal einen kurzen Blick in eine Beta-Software werfen, zumindest auf dem Smartphone. Sie hat einige interessante Ansätze, aber wie es wirklich bestellt ist, um die Möglichkeiten, Tracks offline zu verwalten und mit dem Gerät auszutauschen, das muss ein späterer, genauerer Test dann noch zeigen. Mein Fazit zum Garmin GPS Map 66S. Das große Display absolut top. Dadurch ist jetzt eigentlich die Frage, ob GPS Map 66 oder Garmin Oregon mit der Touch-Bedienung eine reine Geschmacksfrage geworden. Die Bedienung über die Tasten funktioniert dank neuem Druckpunkt auch sehr angenehm. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass man die tolle GPX-Track-Navigation aus den Edge-Geräten übernimmt, zumindest wahlweise. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, für jeden, der mit dem Mountainbike oder zu Fuß in den Bergen oder beim Wandern unterwegs ist, ist das ein Top-Universal-Outdoor-Gerät und im ausführlichen Praxistest wird es da nochmal ein bisschen mehr dazu geben. Den findest du in Kürze hier unten und ansonsten würde mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr sowas sehen möchtest, dann abonniere gleich hier kostenlos meinen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.